Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Hardcore-Überlebensmodus. Und heute wollten wir, wo wollten wir hin? Ich muss ja mal kurz auf die Karte gucken, dann weiß ich das bestimmt. Ach, stimmt. Völlig verwirrt. Was habe ich denn dabei alles? Oh, 1 Milliarde Hecklaus und Kochs, ne? Oh, ich bin ja fast überladen. Ja, gut, ich muss zum Starlight Drive. Ich muss mein Zeug loswerden. Ach, Kacke. Oh, das habe ich ganz vergessen. Wir wollten hier eigentlich das Rohr suchen. Jetzt weiß ich es wieder. Aber es lohnt sich nicht, wenn wir so überladen sind. Wisst ihr was? Ich laufe einfach ganz kurz zurück, leg meine Sachen ab und komme einfach wieder her. So, ich habe alles mal abgegeben und wenn wir schon mal hier waren oder sind, unser kleines Dorf hat momentan ein kleines Problemchen. Wo sehe ich das nochmal? Werkstätten da. Starlight Drive-In braucht Schutz. Ich habe ja eigentlich genug Leute, die kämpfen können. Aber gut. Dann werden wir denen kurz ein bisschen Schutz geben, damit sie glücklicher sind, weil ich brauche halt die Moral hier in der Hauptstadt. Was ist das denn? Strukturen? Okay, seltsam. Ich wollte Verteidigungsanlagen bauen, ne? Ja. Schutze. Ja, ich denke mal, so zwei, drei von den Dingern dürften ja nicht genügen. Um hier Schutz zu bieten. Okay, das ist unser Hund. Gehört er zu uns? Ich hoffe doch. So, das wird erstmal für Schutz reichen müssen. Cool, wir haben hier einen Hund, der hier rumläuft. Wie geil ist das denn? Was bist du denn für ein Hundi? Du gehörst aber nicht zu mir, oder? Nee, du bist gehen. Entschuldigung. Hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Der beste Freund des Menschen, oder? Hund kaufen. Ich hab Ich doch einen brauche Hund. keinen Hund. Oh, gut. Ich wollte sie eigentlich sowieso nicht verkaufen. Ah ja. Du bist ein bisschen behindert, oder? Hey, wie geht es dir? Na nee, gut, ich würde sagen, Schutz haben wir gemacht. Hoffe ich. Starlight Drive-In ist gut beschützt. Sehr schön. Somit wird hier die Moral jetzt gestiegen. Und wir rennen jetzt nochmal zurück. So, wir sind zurück. Ich sehe da noch einen Kollegen rumstehen. Wir sind jetzt nämlich von der anderen Seite gekommen. Ernsthaft? Und der bekommt das nicht mit? Der muss irgendwo vorher abprallen. Ernsthaft? Jetzt sieht er mich auch noch. Jetzt läuft er auch noch weg. Und ich habe nicht gespeichert. Hä? Verfickte Feiglinge verstecken sich. Ich bin. Du hast dich gerade versteckt, Mann! Jetzt doch kein Scheiß. Der beleidigt mich. Was ist das denn? Achso, nur eine Pflanze. Auf was schießt du denn jetzt? Verteilt euch, findet sie! Was ist. Ich weiß nicht, auf was die schießen. Aber auf mich ist es offensichtlich nicht. Dass du nicht zielen kannst.
Wofür habe ich die Erfahrung bekommen? Für den Typen, der ist irgendwie gestorben. Aber woran? Und warum war... Hä? Weißt du, so hätte ich gerne irgendwie so einen Modus, wo man das Ganze nochmal angucken kann. Damit ich wüsste, was passiert ist. Ich meine, plötzlich wurde geschossen, der Typ war tot und dann war eine Tussi hier, also... So ganz begreifen kann ich das noch nicht. Rattengift. Und ich finde noch nicht mal die anderen Leichen. Wo ist der Typ gestorben? Ich muss hier ein bisschen Detektivarbeit leisten, glaube ich. Um herauszufinden, was genau passiert ist. Und ich finde ja nicht mehr die Tussi. War da gerade irgendwas? War da gerade die Leiche? Ja, ich meine, die muss ja hier zwischen den Bäumen sein. Da habe ich sie ja getötet. Leuchtpilz. Okay. Hey. Ich habe sie doch hier getötet. Ich habe hier durchgeschossen. Ah. Will der Mischling? Okay. Vielleicht hat der Mischling die umgebracht. Kann sein, dass er irgendwie die Chance nutzen wollte, um sich ein bisschen was zu fressen zu organisieren und dann angegriffen hat. Okay, ich bin mal wieder krank wie immer. Heilung kann ich nichts machen. Ich kann ja eigentlich gar nichts machen, ey. So ein Schwachsinn überhaupt an so eine Station zu gehen, wenn ich nicht zu Hause bin. Speichern wir erstmal und werden krank. Das ist eigentlich voll gemein. Weißt du, wenn du zwischendurch speichern willst, dann wirst du krank. Ist richtig fies. Aber naja. Was will man machen, Freunde? Was will man machen? Keine Gegner hier? Sehr schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Waffe schlechter geworden ist. Ich glaube, sie hat ihren Zeitraum erreicht, wo sie nutzlos wird. Aber ich treffe hier auch keinen Legendären mehr. Wie soll ich denn eine bessere Waffe finden, wenn hier kein Legendärer mehr rumläuft? Und wenn, dann gibt es mir wahrscheinlich sowieso eine nutzlose Rüstung, die ich nicht brauche. Ja, versuchen wir erstmal hier unser Glück. Bewegt sich da was? Sind das Synths? Was sind Synths? Was machen die hier? Das erste Mal, dass wir auf Synths treffen, Freunde. Das allererste Mal. Das sind noch ziemlich billige Synths, ne? Oh, ich steck fest. Fuck. The fuck? Hör doch bitte auf. Scheiße. Nein, falsche Waffe. Bitte nicht treffen. Oh, zum Glück sind sie zu scheiße zum Treffen. Der hat einen Häckler und Koch dabei. Hat er mich ein paar Mal mehr getroffen, ey. Hä? Das war seine Waffe. Okay, jetzt muss ich langsam auch meine Häckler und Kochs rausholen. Wenn die Gegner schon so stark werden, dann bleiben wir erstmal bei den Häckler und Koch. Ich meine, ich habe ordentlich Munition dabei. Ist nur ein bisschen blöd, wenn man seine ganze Munition verhaut. Und dann kommt irgendwann irgendwie so ein krasser, starker Gegner und dann bist du am Arsch. Kickball. Die sind ja da hinten rumgelaufen, ne? Wir sollten da gleich mal vorbeischauen. Gucken, was die da wirklich gesucht haben. Ich nehme an, die sind nicht wegen mir hier gewesen. Ich meine, die kennen mich ja noch gar nicht, ne? Weswegen sind sie also hier? Gibt es einen besonderen Grund oder war das einfach nur komplett random, dass hier Synths aufgetaucht sind?
Okay, hier war ich noch nicht. Ich wollte schon sagen, aber hier waren wir doch. Apropos Essen. Wir müssen uns ein bisschen was reinziehen. Hilfsmittel aufbereitet. Das Wasser. Eichhörnchen im Stiel. Mais können wir essen. Hätte ich auch anbauen können. Verdammt, zu spät. Das alles ist nicht gekocht, ne? Dann ziehen wir uns die Zuckerbomben rein. Was soll's. So, wir brauchen jetzt ein Rohr. Was ist das? Ein Bär, super. Okay, irgendwo hier muss ein Rohr sein, was uns dann hineinführt. Im Brief stand leider auch nicht, wo es reingeht, genau. Schade. Ich muss dafür dort nicht schwimmen, oder? Ah, da. Tja, dann wohnen wir mal, Freunde, ne? Jetzt geht das richtig ab. Gucken, was wir hier drin finden. Das habe ich nämlich damals auch nicht gefunden. Also das hier ist auch für mich Neuland. Glaube ich zumindest. Meist gibt es ja mehrere Wege irgendwo hin. Kann sein, dass wir also einen alten Ort finden vom alten Let's Play, aber durch einen neuen Weg. Okay. Er hat also alles eingepackt, bevor er da oben gekämpft hat. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Und deshalb nannten sie ihn gründlich. Oh, was hat er erfunden? Den Transdentalismus, Dummkopf. Du hörst dich an wie ein Idiot. Woher zum Geier weißt du das? Ich habe mal ein Buch gelesen, als ich die Grocknack-Comics durch hatte. Ich wünschte, ich könnte lesen. Über wen sprechen die? Was? Nein! Fuck. Der ist Bär. Okay, die wissen nicht, wo ich bin. Was kommt auch genau jetzt hier lang? Ist bald alles vorbei. So, Frage, waren die jetzt zu dritt oder zu zweit? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, da ist einer vorbeigelaufen noch, ne? Ah ne, das war die Puppe, die umgefallen ist. Mann, ist gut. Die haben mich getäuscht. Sackabut zu bedrücken. Hä? Also wirklich krass war der jetzt nicht. So. Was haben wir denn hier? Heckler und Koch. Kronkorken, Molotow, Cocktail, alles. Heckler und Koch scheint besser zu sein als die, die ich jetzt gerade habe. Boah, ich verliere ein bisschen Präzision, aber die hat keinen Schalldämpfer. Ich finde Schalldämpfer schon wichtig. Ah, hier geht's gar nicht weiter, oder? Doch, doch, okay, alles gut. Dann habe ich nicht umsonst gespeichert. Ja, Steak. Steak ist immer gut. Schaufel kannst du behalten. Was heißt hier noch? Jet. Kochplatte, Blechdose. Ihr habt hier ganz schön wenig zu essen. Geschichten eines Dorffleischverkäufers aus Junkton. Verdammt nochmal, ja. Er haltet auch bessere Preise, wenn du bei Händlern kaufst. Nice. So gönne ich mir das doch. Volle Gönnung, Freunde, die volle Gönnung. Und jetzt gönne ich mir was zu essen. Ah, ihr müsst doch hier irgendwie eine Kochplatte haben, oder? Und Futterdosen, ja, immerhin. Ich meine, irgendwo müsst ihr doch kochen. Kein Feuer, kein gar nichts. Gott, ihr seid so unvorbereitet. Naja, was soll's.
Essen wir das, was wir haben. Das Steak. Was ist die Schlammbohne? Nein. Hundefutter in Dose. Ja, zumindest bin ich jetzt nicht mehr so hungrig. Hast du ein Problem mit dem Safe? Nein, du darfst nicht sterben. Walter. Er hat die Waffe von ihr genommen. Scheiße. Er hätte sonst nur Fäuste gehabt. Das hätte schief gehen können. Schlüssel des Souvenirgeschäfts. Wo war da ein Souvenirgeschäft? Wir müssen das Souvenirgeschäft suchen. Ah, nee, wir waren drinnen. Stimmt, da haben wir nur eine Nachricht erhalten. Von wegen, geh von hinten rein. Ich erinnere mich. Besen gibt Holz. Holz ist gut. Nehmen wir hier noch den ganzen Wein mit. Ganzen Drogen, das schmutzige Wasser, definitiv. Kaffeekanne. Ich weiß gar nicht, wo man so viel Holz herbekommen soll für den ganzen Scheiß. Wieso hast du dagegen getreten? Ihr habt offensichtlich einen Schlüssel gehabt. Ach, weißt du was, ich nehme alles mit. So, ja, das war mir eine Freude, euch auseinanderzunehmen. Nett. Was war das? Was? Was zur Hölle? Chance von 20% auf Verkrüppeln des Beines des Gegners. Okay, ey, hier lag einfach mal ein legendärer Gegenstand einfach rum. Hä? Das ist neu. Das ist neu. Das hatte ich noch nicht. Big Jim also, ja? Yay! Ja, cool, das freut mich. Jetzt haben wir noch eine zweite legendäre Waffe, aber das ist nur Verkrüppeln des Beins, ne? Ich weiß nicht, ob ich so nah rangehen will, um ein Bein zu verkrüppeln. Vielleicht mache ich irgendwo mal eine Challenge, dass ich nur noch damit rumlaufe hier. Aber warum? Das muss echt eine einzigartige Waffe sein. Ah, Big Jim, ja. Oh, da steht. Ups. Da ist noch. Hier ist überall noch Bomben. Wieso habe ich die nicht gesehen? Oh, ich hätte jederzeit draufgehen können. Wieso habe ich das hier nicht geknackt? Wie schön. Ich will den Nuka-Cola-Truck haben. So, okay. Damit hätten wir dies. Ja, nun können wir weiter, ne? Wir gucken auf die Karte. Was sagt uns denn die Karte? Wir haben da noch einen Ort, wir haben da noch eine Power-Rüstung. Das war die auf den Schienen, nicht wahr? Ich würde aber tatsächlich sagen, wir bereiten uns einfach mal auf eine Quest vor. Ich würde mich gerne hier hinarbeiten. Green Top. Ja, ist in Ordnung. Arbeiten wir uns dahin. Ich würde sagen, wir treffen uns zu Hause. Das wird nämlich auf dem Weg dahin sein. Und dann legen wir da halt noch unsere Sachen ab. Oh, Hundi. Waffe funktioniert, Freunde. Waffe funktioniert. Sehr schön. Ein Räder.
Gar nicht mehr so weit weg von zu Hause. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, mein Erzfeind! Torres, helft mir! Ist irgendwas? Ja, mein Erzfeind ist hinter mir her. Torres, Hilfe! Mach es einfach kaputt! Hallo? Verteidige deinen Herrn und Meister! Drecksviech. Komm her! Gut, dass das vorbei ist. Die Erfahrung gönne ich mir. So, das B-Fliegenfleisch kann ich ganz gut gebrauchen. Damit können wir uns hier zu Hause noch was kochen. Ich mag den Schraubenschlüssel, der ist cool. Muss ich sagen, der ist richtig cool. Kann ich schon wieder ein Holzstück bauen? Ich meine, so werden wir im Leben nicht vorankommen, ey. Was ist eine fucking Falltür? Wie cool ist das denn? Na, ja, ich habe ein bisschen Holz habe ich gesammelt, aber es ist jetzt nicht der Welt jetzt, sagen wir es mal so. Ja. So, arbeitet überhaupt irgendjemand an den Maschinen? Nein, ah, natürlich nicht. Ich habe sie nicht zugewiesen. Ach Gott. Wie soll ich denn Holz bekommen, wenn denn jemand ist, der irgendwie arbeitet? Du! Ich befehle dir zu arbeiten. Okay. So, ich brauche noch jemanden. Du! Hey! Du! Okay. Ich befehle dir zu arbeiten. So. Sehr schön. Ich hoffe, das bringt Holz. Gucken wir mal, wenn wir wiederkommen, wie es dann aussieht. Okay, ich würde jetzt noch irgendwie schnell was kochen wollen. Das hier wird ja die Küche, ne? Ach Gott. Oh, ich hätte hier das Holzding hinbauen sollen. Moment. Ich klaue mir einfach hier ein Stück Holz. Und setze es hier ein. So. Guck mal, wie schön abschließend das ist. Jetzt brauchen wir Essen, Nahrung. Ressourcen. Essen, nein, sonstiges. Gartenfeld. Cool. Ob das auch funktioniert? Mit dem Gartenfeld. Den Herstellung. Kochherd. Ja, das könnte. Das könnte tatsächlich hier richtig gut hinpassen, ne? Da. Stellen wir es einfach vorübergehend hier hin. Guck mal, wie gut das da hinpasst. Ich hoffe, ich kann auch kochen damit. Ja. Okay, braten wir uns eine Rettkakerlake. Braten wir uns Retthirsch. Und Majolockfleisch. Köterkeule. Lecker, lecker, lecker. Ganz viel. Majolock, Eieromelette. Mit schmutzigem Wasser. Naja. Ja, so viel dazu. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Essen. Wir sollten einmal ganz kurz gucken, ob wir hier was zu trinken haben. Aufbereitetes Wasser. Nice. Das wollte ich sehen. Dann ziehen wir uns noch mal kurz was zu trinken rein. Ich denke, das hier wird eine richtig gute Stadt, Freunde. Ich denke, sobald wir die Ressourcen haben, das alles weiterzumachen, wird das hier richtig gut aussehen. So, schlafen wir noch ein Stückchen und dann gehen wir los. Du bist müde. Tja, das ist Pech.
Gut, hoffen wir einfach mal, dass die Jungs jetzt ordentlich Holz für uns sammeln, währenddessen wir unterwegs sind. Das wäre cool. Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass ich diese Waffe... What the fuck? Was ist denn hier los? Ich treffe ihn, mache aber gar keinen Schaden. Was macht ein Supermutant hier? Hä? Sag mal, hast du dich verlaufen? Ich hoffe, du warst allein. Alleine. Ich schwören kann, ich habe was gehört. Wo ist der jetzt hin? Also ich will seinen scheiß Loot haben. Darf ich einfach... Was hat der Supermutant hier verloren? Hä? Ich finde ihn doch gerade nicht wieder. Ich weiß nicht, wo er gestorben ist. Ich war zu aufgebracht, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Was bist du für ein witziger Typ? Hä? Okay. Ach Mann, ich finde die Leuchte nicht wieder. Das sind die leuchtenden Viecher, die wir schon umgebracht haben, ne? Hä? War das eine Fata Morgana? Habe ich das geträumt? Hier war gerade irgendwas. Bin ich verrückt oder so? Habe ich den Verstand verloren? Supermutanta. Wie soll man den denn wiederfinden? Kronkorken. Aber was hat der hier gemacht? Der kam von hier, ne? Ich hoffe, dass du alleine warst. War das dein Zuhause? Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Experte. Holy shit! Wow. Was ist? Wer ist weg? Die verarschen mich doch heute. Hä? Ich fühle mich heute ein bisschen verarscht. Schade, ich wäre da gern reingegangen. Ein paar gute Sachen sind dabei. Na gut, ist ja nicht allzu weit weg. Hey, was ist denn hier los? Das habe ich gesehen, was war das? Ich traue heute nichts und niemanden mehr. Wieso habe ich die nicht aufgesammelt? Ich bin völlig Panne, ey. Richtig geil, weißt du, ich besieg schon so leuchtende Maulwurfsratten, weißt du, und dann sammle ich den Müll nicht ein. Was ist denn los mit mir? Okay. Wir haben aber heute festgestellt, dass Supermutanten verdammt viel Leben haben. Eine 10 mm kann ich da nicht gebrauchen. Das ist einfach krank. Dass der hat das weggesteckt, ohne mit der Schulter zu zucken. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, weiter in die Stadt müssen wir uns gar nicht wagen, ey, ganz ehrlich. Wir machen erstmal einen Bogen um die Stadt, weil die Supermutanten, mit denen will ich mich ehrlich gesagt noch nicht anlegen. Ich habe nicht ansatzweise genug legendäre Waffen oder Damage oder alles Mögliche, um da irgendwas reißen zu können.
Okay, wie die Motte ins Licht wieder mal. Keine Ahnung, ich dachte, das ist irgendwas Schönes. Und dann war dann scheiß cool. Aber gut, dass er alleine war. So, Eichhörnchenbissen, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ui. Aber wenn es so weitergeht, verbrauche ich meine Munition ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Ich sollte einen Gang runterschalten. Nicht mehr ganz so aggressiv durch die Gegend laufen. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Da hinten brennt wieder Licht. Ich weiß, ich werde von sowas magisch angezogen, aber lassen wir es erstmal. Besser, wir machen das ganz ruhig. Ich finde es da übrigens cool, dass man nachts die leuchtende Pilze gut sieht. Was so logisch sein sollte. So finden wir wenigstens das immer wieder. So, kurz auf die Karte gucken. Ja, wir haben uns weit weg entfernt. Da wäre noch eine Power-Rüstung. Ja, wir können eigentlich mal hier vorbeischauen, ne? Ich meine, im Endeffekt werden wir sowieso alle Schauplätze besuchen, weil wir jetzt ja diese Karte haben. Memorial Hospital. Wieso kommt mir das so bekannt vor? Den Sniper, ich weg, den Pisser. Wo ist hier noch was? Nein! Das ist der Tod, Freunde, das ist der Tod. Das sind zu viele. Wenigstens haben wir die Supermutanten vernichtet, aber wenn da Supermutanten drin sind, habe ich keine Chance. Selbst die Käfer hier sind für mich schon zu viel. Muss das alles aus dem Hinterhalt machen. War einfach so wert. Okay. Okay, sehr schön. Hat funktioniert. Ich habe kurz überlegt, soll ich es wirklich machen? Soll ich es wirklich machen? Oder lasse ich es lieber sein? Und dann habe ich gemacht. Yeah, gesagt, ich mach's. Okay. Gut, die Supermutanten sind wir auch losgeworden. Es ist übrigens nicht gut, dass hier Supermutanten sind. Muties sind uncool, Freunde. Muties sind uncool. Wenn ich hier im Bett hätte, wäre das alles ja nicht so schlimm. Aber der Hundi ist tot, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich da überhaupt reintrauen sollte. Ich habe nicht mal eine scheiß Begleitung dabei. So kommst du mir so bekannt vor? Ist wahrscheinlich, weil ich hier schon mal war. Vor einer Milliarde Jahren. Planke gibt doch Holz, oder nicht? Sünds. Ich brauche ein Bett. Ich überlege, ob ich zur Kinderkrippe gehe. Oder hier schlafe. Ofenhandschuhe. Oh, ich kann hier Essen kochen. Nur Coca-Cola und den ganzen anderen Scheiß nehmen wir natürlich auch mit. So, Essen.
Brauchen wir es sowieso. Ich höre irgendwas rumschwirren. Ist aber nur, wenn ich mich bewege, okay? Ich kann hier nicht. Oh, ich kann verdammt hier normal nicht schlafen. Was soll das? Kommt dieses Geräusch her? Es nervt mich. Ach, verarsch mich doch, Spiel. Und wieso kann ich hier nicht schlafen? Hier ist eine verdammte Matratze. Okay. Da ist ein Haus, Freunde. Wir könnten ins Haus reinschauen. Wieso sind die so schwach geworden? Das ist auch irgendwas. Muties. Da gehe ich doch lieber zu den Fliegenviechern hier an den See. Oh. Was? Alter. Ist das Ding ernsthaft? Noch mehr von den Dingern? Ich weiß nicht, man hört hinter mir ein, aber das ist ein Bug. Der sind wir hier die ganze Zeit, keine Ahnung. Okay, gehen wir einmal rum und versuchen in dem Haus irgendwie Schlaf zu finden. Ich werde mich nicht mit Muties anlegen, wenn ich nicht geschlafen habe, Leute. Dort könnt ihr knicken. Aber ich bin immer noch in Gefahr, ne? Aber ich habe keinen Namen vor. Dass die Muties sind. Sehr komisches Wasser. Sieht nicht natürlich aus. Huch. Ah, hier kann man bauen. Das ist auch, oh, das ist perfekt. Ich liebe es, kleine Einsatzzentralen machen zu dürfen. Okay, der ist drin. Ich hatte Hoffnung, dass ich ihn töten kann. Ja, komm rausgeflogen, komm. Ach komm, jetzt lasst mich nicht mehr die ganze Munition an euch verschwenden. Molotovs kann ich verschwenden. Die sind sowieso scheiße. Jetzt stirb doch mal! Haben wir überhaupt Leben verloren? Was sind die jetzt? Teffington Bootshaus. Man kann hier schon mal kochen, das gefällt mir. Okay, die Explosion hat mir nicht so wirklich gefallen, muss ich sagen. Wie viel halten die denn aus, sag mal? Die anderen haben nichts ausgehalten. Komm, verzieh dich doch einfach. Bitte.
Mary Sutton, Margarets Notiz. Margarets Notiz, ja. Diverses Margarets Notiz. Mama, Russell ist jetzt seit mehr als einem Tag weg und ich mache mir langsam Sorgen. Wir wollten es dir nicht gleich sagen, aber wir haben ein altes Holoband aus der Vorkriegszeit im Bootsschuppen gefunden. Anscheinend hat jemand Chems im Abfluss am Ende des Kanals versteckt. Russell dachte, wir könnten sie vielleicht an einen der Händler verkaufen, um noch ein weiteres Brahmin anzuschaffen. Tut mir leid, dass wir es dir nicht gesagt haben. Es sollte eine Überraschung sein. Aber das ist schon das zweite dieser Insekten, das wir heute gesehen haben. Und ich glaube, da stimmt was nicht. Ich werde nach ihm suchen. Keine Sorge, ich schaue nur ganz kurz nach ihm und bin bald wieder zurück. Margie. Ja, gut, okay. Ja, gut, gut, gut. Packen wir es mal auseinander. Ich könnte es auch direkt verschrotten und dann die inneren Sachen halt direkt ins Lager tun, aber dann wüsste ich halt nicht, was drin ist und das ist kacke. Und ich will wissen, was drin ist. 10 mm, yeah. Naja, das kann ja nicht drin bleiben. Wir werden nämlich dieses Haus gleich ordentlich verschrotten. Vielleicht lassen wir das Bett einfach da. Okay. Dann machen wir uns hier einen kleinen Stützpunkt. Und ich würde sagen, ich nehme hier erstmal alles auseinander, weil wir Holz brauchen. Na gut, vielleicht den Boden nicht unbedingt. Aber der Rest kann weg. So, Leuchens, ich habe jetzt ein bisschen hier für Ordnung gesorgt. Also hier oben ist alles clean. Ich habe das Bett mal da gelassen. Dann kann dieser Schlafsack nämlich auch weg. Und ja, hier ist alles jetzt leer, quasi wie in einer neuen Wohnung, nur halt ein bisschen brüchiger. die Tür musste ich leider wegnehmen, die war kacke, die war schon kaputt. Das Misk kann ich auch noch wegnehmen und das hier wollte ich auch noch wegnehmen. So, wir haben hier tatsächlich Leuchtpilze. Das finde ich ganz gut, dass wir hier Leuchtpilze haben. Das kann man nämlich weiterverwenden. Ich hoffe, das kann man irgendwie auch selber wie anpflanzen. Aber es produziert sogar was. Obwohl wir null Essen haben. Ja gut, wir haben keinen, der irgendwie was ernten kann, ne? Vielleicht liegt es daran. So, das Geländer lasse ich erstmal. Vielleicht werde ich das auch ersetzen. Ich weiß nicht, muss ich gucken. Ich meine, prinzipiell hätte ich mehr davon. Ja, aber ich habe entfernt. Das hier kann ich nicht entfernen. Das in der Luft kann ich nicht entfernen, aber die Kiste kann ich auch entfernen. So. Ich könnte das hier zumachen, ich könnte es aber auch einfach lassen. Was ich ganz cool finde, ist dieser kleine Steg. Vielleicht kann man damit irgendwas anfangen, mal gucken. Müssen wir mal schauen. Und ja, auch hier haben wir noch ein bisschen Müll. Gelbe Farbe. Sehr schön. Ja, Hirnpilz wächst hier auch. Hirnpilz? Was ist Hirnpilz? Heißt das so? Wächst hier auch. Das können wir auch ernten, was ganz cool ist. Ich würde gerne ein sauberes Haus haben. Danke. Weg mit dem ganzen Scheiß hier. Hirnpilz, ja. Finde ich ganz cool, dass wir die ganzen Ressourcen hier haben. Ich könnte das ganze Dach hier entfernen, ey. Wie geil. Naja, ernten wir erstmal den ganzen Scheiß. Zack. Ernten wir den Kram. Dann gucken wir mal, ob es vielleicht möglich ist, das Zeug hier anzupflanzen. Das wäre doch mal richtig geil, so Hirnpilz und so weiter anpflanzen. Ressourcen, Essen. Was haben wir denn noch? Nee. Schade. Wäre cool gewesen, ne? Naja, dann gucken wir mal, ob wir hier so ein paar Einwohner kriegen. Mit Energie und was ist das denn? Produktion. Produktionsmaschinen, okay. Laufschrift. Oh. Scheiße. Ich hab's auch so hingebaut, ich Idiot. Ich hätte es gebrauchen können.
Kupfer. Oh, wenn du jetzt zwei Kupfer brauchst, mein Freund, dann dreh ich durch, es braucht Kupfer. Und ich krieg nur Stahl zurück. Ich dreh durch, Leute. Ich dreh durch. Ich hatte genug Kupfer, um den Scheiß zu bauen, aber habe ich jetzt nicht mehr, weil ich aus Versehen so eine scheiß Laufschrift gebaut habe, weil ich es cool fand. Kann ich rein theoretisch das hier kaputt machen für Kupfer? Stahl, kaputte Glühbirne. Wollen wir uns mal ins Wasser wagen? Ob da noch irgendwas ist, was ich gebrauchen kann? Eine Leiche, geil. Ich hoffe, du hast mir Kupfer gegeben. Nein, ich werde bestimmt so einen Scheiß nicht nochmal bauen. Ich werde hier elendig sterben und dann habe ich alles umsonst gemacht. Kacke! Okay, scheiß drauf. Die Felsen müssen nun wirklich nicht weg. Ich hoffe, es sieht noch einigermaßen gut aus von oben. Ja, hat sich eigentlich nichts getan. Alles gut. Alles gut. So, wie sieht's aus? Oh, ich habe mal ein bisschen was an Leben verloren, ja. Fuck. Fuck, 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 fuck. Manchmal will ich einfach nur schreien. Und weinen. Ganz doll weinen. Was wollte ich jetzt? Hilfsmittel. Right away. Guti. Habe ich jetzt genug? Das habe ich gesehen. Wie konnte ich sowas übersehen? Also ich habe es nicht gesehen, dass ich es gesehen habe, außer dass ich es gerade gesehen habe. So. Wie sieht es aus mit... Habe ich jetzt Kupfer bekommen? Nein, es ist doch nicht dein Ernst, Mann. Wo soll ich denn jetzt Kupfer auftreiben? So ein Bullshit. Ich fühle mich echt gerade ziemlich verarscht. Oh, Beton haben wir. Hm. Ismarsch AK-74. Oh, okay. Jingles der Mondaffe, wie kommst du denn da rein? Ach, den habe ich da gerade reingetan, ne? Ja. Waffen. Also, wir haben hier gefunden ein Lasergewehr, eine Kampfflinte. Eine mächtige 10 mm mit 23 Schaden. Waffen. 10 mm, ja. Was macht unsere 10 mm? Auch 23 Schaden. Wieso heißt meine nicht mächtig? Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Ach, ich hasse es. Okay. Feuerrate. Ich kann sie auch einfach anziehen, stimmt. So. Nein, lass mich in Ruhe so. Waffen. Feuerrate ist besser unter Wert. Wow. Colt M16A3 Standard Battle Rifle. Gucken wir uns beides mal an, was wir da bekommen haben. Doppelchips nehmen wir mit. Hallo? Habe ich mitgenommen? Ja. Gut, wir brauchen auf jeden Fall, ja gut, die Munition habe ich jetzt natürlich nicht am Start. Da. 45. 39 mm, ja, die habe ich drüben. Ach. Ja, nee, muss ich ja nicht mitnehmen, ne? Nehmen wir die erstmal mit. Scheiß auf die Planke. Nein, nein. Wollte ich doch mitnehmen. Ach, bin so blöd. Kann sie ja nicht testen. Obwohl 84 Schaden. Da kommt man, wie viel Munition wir dafür haben.
Oh, ist die 45er Munition. 30er, 39er mit 7 Schaden, Feuerrate von 90. Oh, keine Ahnung. Na gut, die Freunde. Wir wollen uns als nächstes mal zu den Supermutanten wagen. Das werden wir allerdings erst nächste Woche machen. Denn ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit abgelaufen ist, weil ich mein Timer nicht einschalten könnte, weil Windows Kacke ist. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.